Ich möchte mit euch im heutigen Video über das Thema Chancengleichheit in Deutschland sprechen. Ich mache das Video als jemand, der mit super viel Privilegien aufgewachsen ist, der sehr, sehr viel Glück in seinem Leben hatte, dem allerdings auch nicht immer alles auf dem Silbertablett serviert worden ist. Meine Eltern waren jetzt nicht super reich. Ich habe schon immer neben der Schule irgendwelche Nebenjobs gehabt. Und als ich 15 Jahre alt war, vor ziemlich genau 10 Jahren, ist mein Vater verstorben. Ich habe dann im Studium von Halbwaisenrente vor allem mich finanziert. Ich hatte jetzt kein Luxusleben und jetzt über die letzten 3 Jahre habe ich ein Unternehmen mit aufgebaut. Wir haben ca. 20 Mitarbeiter und ich würde mal behaupten, dass das eine relativ interessante Erfolgsstory ist. Wenn du mehr über meine persönliche Story erfahren möchtest, findest du dazu einen spannenden Link unten in der Videobeschreibung. Das Thema Chancengleichheit ist ein sehr wichtiges und gleichzeitig auch sehr schweres Thema, zu dem viele meiner Meinung nach eine etwas falsche Einstellung haben und das ist aus verschiedenen Gründen ziemlich hinderlich für deinen eigenen Fortschritt, weil du entweder denkst, du musst dich gar nicht anstrengen und es wird schon alles super werden oder weil viele Leute dann teilweise auch denken, okay, selbst wenn ich mich anstrenge, dann werde ich nichts erreichen oder andere Leute denken, wenn sie sich anstrengen, dann werden sie alles automatisch erreichen und sind dann deprimiert, wenn es eben nicht so gut läuft, wie sie sich das Ganze vorgestellt hatten. Ich wurde dazu beispielsweise auch, als ich letzten Sommer vom ZDF eingeladen wurde, darauf angesprochen. Das wurde dann im finalen Video allerdings rausgeschnitten größtenteils. Von dem her hier nochmals dieses extra Video, um meine Gedanken mit euch dazu zu teilen. Wenn wir über Chancengleichheit in Deutschland sprechen, dann gibt es zwei Extreme. Es gibt zum einen die Leute, die sagen, jeder hier hat die gleichen Chancen und jeder kann es vom Tellerwäscher zum Multimillionär schaffen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die fordern, dass wir zum Beispiel eine 100%ige Erbschaftssteuer brauchen, weil es komplett unfair ist, wenn nicht alle genau gleich geboren werden, weil wir halt so eine große Ungleichheit der Chancen in Deutschland haben. Ich selbst befinde mich irgendwo in der Mitte. Ich bin absolut der Meinung, dass wir in Deutschland eine Umgebung haben, in der es sehr viele, wenn sie sich ins Zeug legen und wenn sie auch wissen, was sie tun, super erfolgreich werden können und großartige Dinge erschaffen können. Allerdings ist auch meine Meinung, dass einige Leute, die viel Glück hatten in ihrem Leben, es deutlich, deutlich leichter haben, auf ein gewisses Level zu kommen als andere und es für manche Leute, die einfach mit sehr schlechten Ausgangslagen gestartet sind, es nahezu unmöglich ist, über ein gewisses Level hinauszukommen. Das ist meine persönliche Meinung und ich werde dir jetzt in diesem Video aufzeigen, warum ich das denke und warum das, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, entweder total unfair ist oder auch total fair sein kann. Und vor allem ist mir wichtig, dass du davon auch etwas für dich selbst mitnimmst und verstehst, wie du diese Punkte, die ich in diesem Video anspreche, benutzen kannst, um motiviert an dir selbst zu arbeiten und zu schauen, dass du für dich dein Potenzial voll entfaltest und alles aus deinem Potenzial herausholst, unabhängig davon, wie und wo du geboren wurdest. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Faktoren an, die dafür sorgen, dass man bessere Chancen hat. Ich habe versucht, die einzelnen Faktoren, die deine Chancen auf beruflichen und finanziellen Erfolg erhöhen, in verschiedene Cluster einzuteilen. Und ich habe dabei 3 Blöcke für mich herauskristallisiert. Wir fangen erstmal an mit dem Block Nummer 1, der vermutlich jedem so als erstes in den Kopf kommt, wenn man irgendwie über Chancengleichheit oder Chancenungleichheit spricht. Und zwar ist das das familiäre Umfeld, in das du hineingeboren wurdest. Wie zum Beispiel, hat deine Familie Geld? Hat deine Familie viel Geld? Es gibt manche Familien, die haben seit Generationen mehr und mehr Vermögen angehortet. Denen gehören Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Land und, und. Und wenn du das Glück hast, in eine Familie geboren zu werden, wo das Vermögen 10 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen oder noch mehr beträgt, hast du natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, kannst einen ganz, ganz anderen Lebensstil dir finanzieren, wirst eine ganz, ganz andere Ausbildung haben etc. als jemand, der in eine durchschnittliche Familie geboren wurde, wo vielleicht das Vermögen zwischen minus irgendwas bis irgendwie vielleicht 100.000, 200.000 Euro beträgt. So. Damit einhergehend geht meistens auch, hast du eine Familie, die ein besseres Netzwerk hat als eine andere Familie. Das heißt, sind deine Eltern vielleicht auch tätig in den beruflichen Bereichen, die du später hinein möchtest? Sind deine Eltern ebenfalls Ärzte?
Sind deine Eltern ebenfalls im Banking tätig gewesen, in der Beratung? Haben deine Eltern eigenes Unternehmen, haben deshalb super Connections? Oder haben deine Eltern gar nichts damit am Hut, was du später machen möchtest? Das hängt meistens natürlich auch ein bisschen mit diesem finanziellen Aspekt zusammen. Dann gibt es natürlich Familien, die haben einfach mehr Wissen. Ja, es gibt Familien, die wissen einfach eher irgendwie, was zu tun ist, wo man studieren sollte, wie man das am besten angeht, versus irgendwelche Familien, die vielleicht irgendwie durch Glück und Zufall, weil sie im Lotto gewonnen haben, an Geld gekommen sind. Dort ist dann vielleicht nicht so viel Wissen, auch zum Beispiel über finanzielle Bildung vorhanden, nicht so gute Beziehungen etc. Und dann ist nochmal ein Aspekt bezogen auf die Familien, die du hineingeboren wurdest, wie gut ist die Erziehung? So, und das kann sein, du bist in eine superreiche Familie geboren, aber die Familienbeziehungen in dieser Familie sind so schlecht, dass du einfach eine super schlechte Erziehung hast, ganz schlechtes Verhältnis hast zu deinen Eltern, ganz schlechte Werte mitbekommst und dann ist das natürlich nicht unbedingt förderlich dafür, dass du später erfolgreich und zufrieden wirst. Wohingegen es auch sein kann, dass du in eine Familie geboren wirst, die irgendwie hochverschuldet ist etc., aber deine Eltern kümmern sich um dich. Es wird darauf geachtet, dass du immer nur das Beste irgendwie bekommst, wie man sich es einfach leisten kann, dass du ganz viel Liebe bekommst, ganz viel Anerkennung und dann hast du eben eine sehr gute Erziehung. So, das ist so der erste Bucket. Glück der Geburt würde ich das jetzt einfach mal einteilen. Da zählt für mich auch noch als letzter Punkt hinein, dass du eine gewisse körperliche Unversehrtheit oder körperliche Gesundheit hast in den ersten Jahren deines Lebens. Das heißt, dass du nicht mit einer Behinderung geboren wurdest, dass du keine schweren Krankheiten irgendwie in den Kindesjahren entwickelst etc. Weil das sind alles Sachen, so da kannst du natürlich absolut gar nichts dafür. Weder du kannst nichts dafür, in was für eine Familie du geboren wurdest. Du kannst auch nicht dafür, wie es deinem Körper geht. Und es ist einfach de facto so, wenn du körperlich super gesund bist, dann hast du tendenziell bessere Chancen, erfolgreich zu werden, Geld zu verdienen, als wenn du irgendwelche Einschränkungen hast. Du bist tendenziell besser aufgestellt, wenn deine Eltern reich sind, wenn deine Eltern ein super Netzwerk haben, wenn in deiner Familie große Bildung herrscht, wenn du eine sehr gute Erziehung mitbekommst, dann wirst du einfach erfolgreicher werden, als wenn du dieses Glück nicht hattest und da mehrere dieser Faktoren oder alle dieser Faktoren einfach nicht so gut erfüllt sind. So, das ist Block Nummer 1, Glück der Geburt. Aus Block Nummer 1, Glück der Geburt, folgt dann auch Block Nummer 2 der Faktoren, die deine Chancen ziemlich stark beeinflussen, meiner Meinung nach. Und zwar ist es eigentlich nur ein Punkt, und zwar dein allgemeines Umfeld. Dazu zähle ich zum Beispiel die Freunde, die Kameraden und Kameradinnen aus deiner Schule beispielsweise, aus dem Kindergarten, aus dem Studium, dann später auch sonstige Freundeskreise durch Sportvereine, durch politisches Engagement etc. Und die Ziele, die sich aus diesem Umfeld entwickeln. Und warum sage ich, dass das auch stark davon beeinflusst ist, in welcher Kategorie du in Block 1 steckst? Nun, wenn du in einem, sage ich mal, vermögenderen Umfeld aufwächst, dann wirst du vermutlich in einer besseren Gegend wohnen, wo die anderen Kinder auch keine Probleme haben oder weniger Probleme haben, wo die anderen Eltern auch vielleicht bessere Beziehungen haben, besseres Netzwerk. Dann bekommst du vielleicht auch mal ein cooles Schülerpraktikum bei einem Vermögensverwalter, weil der Papa von deinem besten Freund aus der Schule bei der Deutschen Bank arbeitet oder was auch immer. Das ergibt sich dann einfach eher, wenn Block Nummer 1 sehr gut ist, versus im Block Nummer 1 ist bei dir alles sehr suboptimal. Du wächst in einem Umfeld auf, was dich einfach gar nicht fördert, wo du viele Probleme hast, wo du dich auch um vieles zu Hause vielleicht nochmal zusätzlich kümmern musst, weil vielleicht auch jemand in deiner Familie irgendwie eine gesundheitliche Einschränkung hat, um das du dich kümmern musst. Dann hast du halt nicht die Möglichkeit, so leicht dir ein entsprechendes Umfeld aufzubauen, das dich unterstützt bei deinen Zielen, das dir neue Möglichkeiten ergibt und von dem du dann natürlich auch Inspiration und Motivation ziehen kannst. Nichtsdestotrotz würde ich diesen Block 2, dieses Umfeld, nicht automatisch auch noch in Block Nummer 1 mit einrechnen, denn im Gegensatz zu Block Nummer 1 hast du auf Block Nummer 2 selbst auch einen gewissen Einfluss. Ja, die Sachen aus Block Nummer 1 beeinflussen schon, wie sich dein Umfeld entwickelt, aber auch, wenn du in einem
super prekären Umfeld aufgewachsen bist, hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, zum Beispiel mit dem Studium, ich ziehe einen Schlussstrich, ich gehe an die und die Uni, wo ich dann auf einmal in ein ganz anderes Umfeld komme. Ich suche mir aktiv irgendwie Freunde, die meine Ziele verfolgen und so weiter und so fort. Da haben wir in Deutschland das Glück, dass es für viele möglich ist, sich in diesem Block 2 zu verbessern. So. Und dann haben wir noch Block Nummer 3 und da fallen dann Faktoren rein, die teilweise auch stark von Block 1 und 2 abhängen, die man aber auch in meinen Augen am allerstärksten selbst beeinflussen kann. Ja, zum Beispiel ist es irgendwie ein gewisser smarter Verstand. Das ist Charisma. Das ist zu gewissen Maßen auch gutes Aussehen. Ja, das kann man nicht abstreiten, dass wenn du einfach gut aussiehst, dass wenn du gepflegt bist, wenn du einen guten ersten Eindruck machen kannst, dass du dann mehr Chancen haben wirst im Leben. Dazu zählt auch eine allgemeine Gesundheit. Dazu zähle ich jetzt nicht, ob du mit einer Behinderung geboren wurdest oder nicht, sondern dazu zähle ich, okay, wie ist deine allgemeine gesundheitliche Verfassung? Hast du die ganze Zeit irgendwelche Wehwehchen oder bist du körperlich fit? Bist du in guter Verfassung? Dazu zähle ich auch dein Wissen. Ja? Wie viel weißt du, wie viel Allgemeinbildung hast du? Wie viel weißt du aber zum Beispiel auch darüber, wie man Karriere macht, wie man richtig lernt, wie man irgendwie finanziell erfolgreich wird, und dazu zähle ich auch deine Disziplin. Das sind natürlich Sachen, wenn Block 1 und Block 2 für dich besser ist, dann wird sehr vermutlich der Block 3 relativ automatisch auch besser sein, aber auch wenn Block Nummer 1 super schlecht ist, kannst du dich in Block Nummer 3 verbessern. Auch selbst wenn Block Nummer 2 schlecht ist, wenn du ein schlechtes Umfeld hast, du hast keine ambitionierten Freunde, wir sind in Deutschland, du kannst irgendwie das Internet frei benutzen, du kannst in irgendwelche Bibliotheken gehen und dir so viel Wissen kostenlos aneignen über diese ganzen Bereiche. Du kannst lernen, wie werde ich charismatischer, du kannst Körperpflege betreiben, um irgendwie besser auszusehen. Wenn du sagst, okay, es gibt jetzt irgendwelche Sachen, die ich mir kaufen möchte, um mein Wissen zu verbessern, wie zum Beispiel ein Coaching von uns, von Pumpkin Careers, wenn du dich interessierst, irgendwie, wie mache ich Karriere in meinem Studium, wie kriege ich das richtig gut hin? Und das Geld reicht nicht. Ne? Ganz kurz, bei uns kostet das Coaching beispielsweise über das komplette Studium, zahlen die meisten so einen mittleren vierstelligen Betrag. Natürlich ist es eine gewisse Summe, aber wir haben in Deutschland irgendwie den gesetzlichen Mindestlohn. Da holst du dir halt einen 450-Euro-Job, wo du 10 Stunden pro Woche was arbeitest, und nach einem Jahr kannst du dir dann auch sowas kaufen. Irgendwie Wissen, was früher nur super, super reichen, elitären Leuten vorbehalten war, ist heute auch in vielen anderen Bereichen für die Allgemeinheit verfügbar, teilweise zu einem komplett kostenfreien oder super, super günstigen Preis über das Internet, über Bücher oder auch durch Seminare, Coachings, Workshops etc. zu einem Preis, wo man sagt, okay, wenn man da jetzt eine Weile drauf hinarbeitet, wenn das einem wirklich wichtig ist, dann kann man sich das holen und kann jetzt nicht nur irgendwie Karriere, Studium verbessern, sondern auch ganz, ganz viele andere Lebensbereiche verbessern mit dem Wissen von anderen, ohne dass du dafür irgendwie in eine reiche Familie geboren werden musstest oder sowas. Ich denke, jetzt kannst du nachvollziehen, warum ich mich schwer damit tue, zu sagen, dass wir in Deutschland absolute Chancengleichheit haben, aber warum ich auch nicht der Meinung bin, dass es super, super unfair ist und hier niemand irgendwie erfolgreich werden kann, der nicht irgendwie bei der Lotterie des Lebens irgendwie gewonnen hat und eine super reiche Familie geboren wurde. Denn natürlich ist es, wie gesagt, so, je besser Block 1 ist, desto besser wird tendenziell Block 2, desto besser wird tendenziell Block 3. Aber Block 3, du selbst bist das Allerwichtigste. Du selbst bist die allergrößte Waffe. Du selbst bist der allergrößte Hebel, um erfolgreich in deinem Leben zu werden. Und es kann genauso gut sein, dass jemand super Glück hatte bei Block 1, aber dann Pech hatte bei Block 2, ein falsches Umfeld gekommen ist, wo dann alle auf irgendeiner, keine Ahnung, Privatschule die ganze Zeit Drogen konsumiert haben und. Das zieht ihn super runter. Dann kommen gesundheitliche Probleme, weil sich die Person nicht richtig ernährt und so weiter und so fort. Und Block 3 ist super schlecht. Und ich denke mal, wir alle haben von Fällen gehört, wo jemand dann super am Ablosen ist. So, und gleichzeitig gibt es etliche Beispiele von irgendwelchen Multimilliardären, die in Block 1 super Pech hatten, die sich dann aber hingesetzt haben und sich in dem Block 2 irgendwie das passende Umfeld gesucht haben und vor allem an sie selbst gearbeitet haben. Und das ist das, was du aus diesem Video hier mitnehmen solltest. Es kommt vor allem darauf an, wie du dich selbst weiterentwickelst, weil es zählt ja nicht nur irgendwie der monetäre Erfolg, sondern es kommt ja vor allem auch darauf an,
wie du deine eigene Entwicklung wahrnimmst und woher das wirkliche Glück kommt, woher das wirkliche Selbstbewusstsein kommt und woher auch wirklich dieses Erfolgserlebnis kommt, das dann auch von anderen Leuten oftmals wertgeschätzt wird, ist ja, wie du dich entwickelt hast, was du für ein Momentum aufgebaut hast. Für dich selbst ist es vermutlich ein deutlich besseres Gefühl und du wirst vermutlich auch von ganz vielen anderen Leuten deutlich mehr Anerkennung bekommen, wenn du es geschafft hast, von zum Beispiel 0 Millionen Net Worth auf 1 Million Net Worth zu kommen, versus jemand, der von 10 Millionen Net Worth auf 11 Millionen Net Worth kommt. So, das ist auch wichtig, dass dir das immer bewusst ist. Es kommt auf das Momentum an und auf die Steigerung, die du in deinem gesamten Leben hinbekommst. Und natürlich kann jemand von 10 Millionen Net Worth auf 100 Millionen Net Worth kommen und das ist dann natürlich auch eine super coole Leistung, die dann auch wieder anerkannt wird und die wahrscheinlich auch dieser Person ein super gutes Gefühl gibt, aber nicht automatisch, nur weil du in Block 1 gut unterwegs warst, heißt das automatisch, dass du dann auch in den anderen Bereichen super sein wirst und erfolgreich sein wirst. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Learning für alle hier, die dieses Video hier anschauen, völlig unabhängig davon, wie und wo du hineingeboren wurdest hier in Deutschland. Du musst für dich selbst absolut erkennen, dass du für den Erfolg in deinem Leben selbst verantwortlich bist, unabhängig davon, wie bei dir diese ganzen Faktoren aus Block Nummer 1 aussehen. Wenn du reich geboren wurdest, wenn du das Glück hast, super Eltern zu haben, die sich super um dich zu kümmern, wenn du ein tolles Netzwerk hast und so weiter und so fort und das nicht nutzt, und nicht erfolgreicher wirst als die Generation vor dir in deiner Familie, dann ist das deine Schuld. Und du kannst damit leben und sagen, okay, fair, ich mache mir jetzt halt einfach ein ganz ruhiges Leben. Aber ich kenne viele Leute, die das erstmal so gemacht haben und dann halt auch nicht so happy und zufrieden werden. Das heißt, meistens will man ja auch irgendwo etwas für sich selbst erschaffen. Das heißt, auch wenn du alles Glück der Welt hattest in den ersten Jahren deines Lebens, ist es immer noch in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du dieses Glück, diese Privilegien auch nutzt, um das Bestmögliche für dich herauszuholen, damit deine Kinder dann ein noch besseres Leben haben können und noch weiter kommen können. Und gleichzeitig, wenn du wirklich Pech hattest, wenn das Umfeld, in dem du aufgewachsen warst, nicht so gut ist, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst halt zum einen sagen, das ist alles unfair, das ist Pech, das ist blöd, die anderen Leute hatten mehr Chancen als ich, da stimme ich dir zu. Die Chancenverteilung ist nicht komplett gleich, aber das bringt dir nichts. Was dir allerdings etwas bringt, ist zu verstehen, dass all diese Faktoren, die in Block Nummer 3 sind, du selbst hier in Deutschland sehr, sehr stark beeinflussen kannst. Und das sind die allerwichtigsten Faktoren. Und wenn du das besser hinbekommst, was alles in diesem Bucket Nummer 3 drin ist, wenn du das besser hinbekommst als jemand, der bei Bucket Nummer 1 und 2 deutlich mehr Glück hatte als du, dann wirst du diese Person sehr wahrscheinlich überholen. Vielleicht nicht direkt in einem Jahr, vielleicht nicht direkt in 3 Jahren, aber in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren. Und das ist für mich ein Zeichen von einer gewissen Chancengleichheit. Sehr viele Milliardäre sind von nichts gestartet, weil wenn man einmal verstanden hat, wie man sich selbst weiterentwickeln kann. Wenn man einmal in sich selbst investiert hat, sich um sich selbst gekümmert hat, dafür gesorgt hat, dass man selbst in diesem Block Nummer 3 deutlich besser aufgestellt ist als alle anderen Leute, dann nimmt das immer und immer und immer weiter zu. Und irgendwann hast du das Netzwerk, irgendwann hast du auch das Wissen, irgendwann hast du die Bekanntheit und dann bist du in Bucket Nummer 3 noch super aufgestellt und dann kannst du alle anderen abhängen. Das bedeutet für dich, unabhängig von deiner Ausgangslage, sorge dafür, dass du in diesem Bucket Nummer 3 am Top performen bist. Und dazu findest du hier auf diesem Kanal super viele kostenlose Tipps. Dazu findest du in Bibliotheken ganz, ganz viele Bücher, die du dir alle angucken kannst. Und wenn du halt sagst, okay, in diesem einen Bereich, in diesem Bereich, in diesem Bereich will ich einfach bestmögliche Unterstützung, dann gibt es, wie vorhin angesprochen, die Möglichkeit, sich verhältnismäßig günstig sehr, sehr gutes Wissen, sehr, sehr gute Unterstützung einzukaufen. Wir bieten das im Bereich Studium und Karriere an, aber das gilt auch für alle anderen Bereiche. Und wenn du das verstehst, wenn du diese Möglichkeiten für dich nutzt, verstehst, dass es einfach nur darauf ankommt, wie du dich selbst weiterentwickelst, dann kannst du in meinen Augen in Deutschland sehr, sehr erfolgreich werden. Das war es mit diesem Video. Ich bin gespannt auf dein Feedback unten in den Kommentaren. Ich weiß, es ist ein relativ kontroverses Thema, von dem her bin ich gespannt auf die Diskussion und freue mich auf dein Feedback. Abonniere gerne diesen Kanal, schau gerne bei uns vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.